Hallo, herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Andreas und ihr seht Dying Light. So, ich guck mal, hier in dem letzten wollte ich ja hier die Folge beenden und dann kamen so viele von diesen Runnern auf mich zu, gerannt. Und ja, jetzt kann ich hier noch looten und dann sollen wir ja zu Gabriel Estate 5 gehen. Was ist denn hier los? So, Schluss jetzt. Zu Gabriel Estate 5 sollen wir uns bewegen. So, den lassen wir hier in Ruhe. Wupp. Und hab gedacht, ich bin allein. Da höre ich so ein komisches. Was du denn gehört hast. So. Schloss knacken schwer. So schwer war das dann doch nie. Okay. Jetzt muss ich bloß die Waffe mal wechseln. Inventar voll. Na gut, scheiß auf die Waffe. So, hier können wir kurz nachladen. Und jetzt Gabriel Estate 5. Na? Wir erinnern uns vielleicht. Der Errol Azani, der Gouverneur von. Von Haran und der Region. Der hat uns quasi beauftragt, mal den Jungs von Rais Männer, ey, Mensch, von Rais Männer sozusagen mal zu sagen, die sollen das lassen, ihn exekutieren zu wollen. So, begeben sich zu. Mensch, Schluss hier. So, ich weiß jetzt nicht so richtig, weil ich hier wieder soll. Oh, da oben guckst du. Wow. Der ist schon tot. Wow. So. Rinnenschädel. Das wird dicker. Ich weiß trotzdem nicht so richtig gerade, wo ich hin soll. Vielleicht nach oben. Hier in den Supermarkt rein. Kann ich zumindest erstmal looten, ne? So. Hier mit Burger zu essen. Oh, Kaffee. Ah, eine Statue, geil. Eine Schnur und ein bisschen Mull. Oh, hier auch noch eine Kiste. Na gut. Ich sterbe mich ja bitte. Bisschen, ne, erschrocken. Achso, das scheint draußen zu sein. Okay. Ich habe gerade eine Nachricht von Karim erhalten. Er ist immer noch in den Plattenbauten in Gabriel Estate 5. Da drüben vielleicht? Ne, hier ist Schluss. Leier, ja. Ach, wenn die Ausdauer weg ist, dann ist das einfach scheiße. So.
So, ich denke wahrscheinlich da oben. Na, das heißt, ich werde jetzt mal irgendwie gucken, ob ich hier irgendwo aufs Dach komme. Errol Asani. Sehr schön. So. Hoppala. Nee. Hoppa. Na gut. So, jetzt jede Menge zu looten. Wahrscheinlich alles nur irgendwie in Müll. Ah, hier unten ist die Tür. Gehen wir mal rein. Slums Innenbereich. So, finden Sie Karim. Ja, mal ganz kurz hier das Sturmgewehr. Natürlich kann ich das nie aufmachen. Das wäre auch zu schön. Ziegelstein. Okay. So, mal kurz das Schloss knacken hier. Immer noch nie. Jetzt. So, was finden wir denn hier? Ein Müsli-Riegel. Naja, halber. So was ähnliches. So, also dafür hätte sich der Dietrich nie gelohnt, den man da hätte eventuell verlieren können. Okay. So. Das sieht aus, als wäre da irgendein. Ah, das könnte die Tür sein. Achso, Ziegel. Na gut. Wir wollen es gar nicht groß aufhalten hier. Finden. Okay. Premium-Wurfsterne. Ah, Mensch. Was schrieb ich denn hier? So. Zombies? Frage ist noch wo? Gutti, was haben wir hier? Eine Sprühdose. Mensch, ist aber ganz schön. Oh, hä? Ganz schön viel drinnen gewesen. Dazu noch diese spannende Musik, ey. Oder, naja, Musik kann man das eigentlich gar nicht nennen.
Da habe ich auch wie ein Noob geschossen. Muss ich ja echt mal sagen. Hey, war hier nicht noch? Ach, hier. So. Suchen Sie den oberen Stockwerken nach Kareem. Okay. Aha. Mal gucken, wie ich in das obere Stockwerk überhaupt komme. Klettern vielleicht? Nee, es sieht nicht so aus. Na gut. Also hier wieder durch wahrscheinlich. Mann, Mann, Mann. So, na, hier komme ich aber nie weiter. Also muss ich doch hier hinten irgendwo lang. Ach so, eine Waffe. Nee. Okay. Ach Moment, hier ist ein Aufzug. Na, komm jetzt hier auf und... Oh, Mann. Okay. Dort hoch. So. Mich da hoch. Wow. Eine neue Wendigkeitsstufe, die können wir gleich mal steigern. So, was haben wir hier? Ellbogenstoß. Ich glaube, das brauche ich nie. Sofortflucht. Mit dieser Fertigkeit können Sie sich sofort aus dem Griff eines Beißes befreien. Das ist natürlich eine coole Sache. Rutschen und Beinbrecher kann man machen, aber ich glaube nicht, dass es groß sinnvoll ist. Was haben wir hier noch? Rammen. Ein gut geteilter Ellbogenstoß fügt gleich beim ersten Einsatz Schaden zu. Außerdem wird die Dauer des Stoßes erhöht. Aha. Ich glaube, ich lasse mich jetzt hier. Ich werde zu oft gefangen von den Beißern. So, mal kurz hier rüber. So. Kareem, hier ist Crane. Lass die Waffe fallen oder du bist tot. Was hast du für ein Problem? Das hier geht dich nichts an. Sorry, Kareem, aber Erol geht mich sehr wohl was an. Du arbeitest für ihn? Schön blöd. Ich war mal sein Bodyguard. Als die Mauer gebaut wurde, sind wir überrannt worden. Er wurde ins Bein gebissen. Ich brachte ihn zu Randall, einem Arzt in den Slums. Und wir amputierten das Bein. Es war die einzige Möglichkeit. Er hätte sich sonst verwandelt. Aber der Sturkopf hat uns das nie verziehen. Also trennten wir uns. Und warum lässt du ihn dann suchen? Die Regierung hat die wichtigeren Politiker schon früh aus der Zone geholt. Errol sagte uns, ein Hubschrauber sei unterwegs, um auch uns abzuholen. Dann wurde er gebissen. Und wegen der ganzen Scheiße danach verpassten wir den Heli. Aber nachdem du das Übertragungsgerät eingeschaltet hattest, hörten wir, wie Errol eine Evakuierung anforderte. Und vor ein paar Tagen kam eine Antwort. Von außerhalb. Der Bastard wird rausgeflogen und ich werde neben ihm sitzen. Was ist mit Raiz? Interessiert er sich für ihn?
nicht die Bohne. Das war meine Sache. Ich will einfach nur aus Harran raus. Ich denke nicht, dass du hier rausgeflogen wirst. Das war mir langsam auch klar geworden. Aber ich will hier rausspazieren. Pass auf, wenn ich dich nochmal sehe, gehe ich vom Schlimmsten aus, kapiert? Okay. Viel Glück, Crane. Du wirst es brauchen. Na gut. Soll zu Errol zurückkehren? Kann ich eigentlich auch schießen? Ey, lass mich mal hier durch. Das ist eine Kiste. Das ist eine fette Kiste. Hey, lass mich mal hier raus. Hey! Okay, es geht nie. Schade. Ach, schade, schade, schade. Die hätte ich natürlich gern genommen. Wer weiß, was da drin ist? Vielleicht Antizin? Ja? Wir sind ja... Mir fällt gerade auf, wir sind ja auch gebissen, aber haben schon eine ganze Weile kein Antizin mehr genommen. Na? Das hätten sie natürlich... Ja, obwohl, weiß nicht. Da hätte man natürlich irgendwas machen können. Zum Beispiel, dass man regelmäßig irgendwie Antizin nehmen muss, um sich sozusagen nicht zu verwandeln oder so. Auf der anderen Seite denke ich, ist es auch schon ganz, ganz gut, dass sie es nicht gemacht haben, oder? So. Gebäude verlassen. Sehr gut. Okay. Sehr schön. Zurück kann ich nicht. Warum auch? So, hier irgendwas? Nee, können wir nie aufmachen. Aber wir haben hier eine Kiste, die wir knacken können. Oh, eine Statue. Nehmen wir mit. Wenn sie schon mal da steht, ne? So. Kaffee! Ich liebe Kaffee. Und das meine ich ernst, ne? Sowohl Kaffee an sich zum Trinken, ne? Ja. Als auch ja, Kaffee hier im Spiel. Weil jedes Päckchen Kaffee bringt $100. Three women, two men, 2,4 Kids. Brauchen dringend Nahrung. Oder Essen. Na. So, 2 Kinder verloren. Ist natürlich nicht so gut. Okay. Wie komme ich jetzt am besten hier runter? Hier gibt es natürlich überall Seilrutschen. So. So wird ein Schuh draus. Weil ich komme hier noch ein Schloss knacken. Da rutsche ich doch gar nicht erst bis zum Ende. Ach. So, jetzt aber. Ja. Okay. Ein paar Kippen. Die Sichel. Ach, geil. Ich sehe mein Spiegelbild. Das ist ja fett. Bisschen unnatürlich aus, wie so aufgeklebt, aber immerhin. So. Boah, da hätte ich ja Lust, hier drauf zu ballern. Hier meine Kasse plündern. Baklava und einen Schluck Alkohol. Ein halber. So, Nägel. So, was haben wir noch hier? Bisschen Mull. Kühlkram, cool. Und ein stinkender Turnschuh. Oh, hier noch eine Kiste. Naja, ein paar Klingen drin. Klingt schon wieder nach einer Kiste. Ja. Auf jeden Fall, da ist er. Da hinten geht's runter.
Die hole ich mir noch, bevor ich zum Errol gehe. So. Und dann kann ich, glaube ich, auch mal zum Quartiermeister gehen, weil ich habe jetzt mittlerweile so viel Stuff schon wieder eingesammelt. Wo ist denn das eigentlich? Ach, dort. Ich schon so viel Stuff wieder eingesammelt, dass da bestimmt etliches an Überlebenspunkten rumkommt. So, und? Schon wieder jemand da? Nee. Sauber. Katastrophenpaket und Fackeln und was haben wir hier? Fackeln und noch ein Katastrophenhilfepaket. Okay. So, liebe Leute, ich mache jetzt an dieser Stelle einen ganz fiesen Cut, denn die Zeit ist ran und wir machen in der nächsten Folge weiter. Ne? Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und in der nächsten Folge gehen wir zum Errol, geben dort die Quest ab, gehen zu den Tolgan und Fatin, zu den zwei Zwillingen, geben die Batterien ab. Und außerdem suchen wir mal einen Quartiermeister auf und geben denen den ganzen Stuff ab, den wir jetzt gefunden haben in den GRE-Paketen. Ne? Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mensch, 33.000 Überlebenspunkte gekriegt, nur für diese GRE-Pakete. Ich weiß jetzt nicht, wie viele das sind. Ne? Ich könnte jetzt mal die letzten Videos sozusagen durchgucken, wie viele Pakete ich da wirklich gesammelt habe. Aber das lohnt sich schon, ne? Das heißt, ich werde das auch weitermachen. Ihr könnt mir ja eure Meinung mal sagen, ob ich das sozusagen mal offscreen machen soll, einfach um ein bisschen leveln oder ob ihr das sehen wollt. Also, ne? Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!